Ich darf das kurz erläutern. Dieses Argument, wir liefern Waffen. Erstens, jetzt hast du gesprochen vom Staat, der Waffen liefert. Was ist mit den Leuten, die gegen diese Rüstungsexporte auf die Straße gegangen sind? Dürfen sie sich darüber beschweren? Ja. Zum Beispiel meine einer. Also in unserem Namen passiert das nicht, wenn irgendjemand von Rheinmetall, Geostrategen, Militärs, Großinvestoren, Geopolitiker das große Geld ziehen, weil gerade die Auftragslage für Panzer gut ist. Und deswegen kann auch das Volk in dieser Hinsicht auch mit den Konsequenzen nicht in die Mithaftung genommen werden. Der zweite Punkt ist der kausale Zusammenhang, Kausalität zwischen etwaig einschlagenden Bomben in Afghanistan und Irak und Ali, wohlgemerkt aus Tunesien, der im Berliner Freibad Alessa an den allerwertesten Grab steht, die müsste man erstmal darlegen, bevor man das in den Raum stellt. Das ist in aller seltensten Fällen gegeben und meiner Meinung nach wird es dem ethisch nicht gerecht. Und als drittes, und das ist am wichtigsten, kommt hinzu ein grundlegendes ethisches Prinzip, dass wir unterschiedliches Unrecht, ein Unrecht mit dem anderen nicht aufwiegen können. Wir können nicht Leid gegen einen Recht. Das ist die wichtige Punkt.